Hallo, ich möchte noch ein Beispiel bringen zum zusammengesetzten Dreisatz. Ich möchte betonen, das ist nur hier eine Möglichkeit, wie man herangehen kann, solche Aufgaben zu lösen. Man kann das natürlich auch auf althergebrachte Weise lösen, indem man hier alles auf 1 runterrechnet und dann das wieder mit den gesuchten Größen multipliziert. Wir haben hier die Aufgabe, dass ein Unternehmer 1260 Kubikmeter Industriemüll abzufahren hat. Er erledigt diese Aufgabe mit 7 Lkw, die führen 12 Fahrten durch an 3 Tagen. Jetzt wollen wir wissen, wie viele Tage werden benötigt, wenn er 800 Kubikmeter Müll zu transportieren hat und 8 Lkw einsetzt, die dann 10 Fahrten durchführen. Wir prüfen die Verhältnisse und vor allen Dingen müssen wir die Verhältnisse voneinander getrennt prüfen. Also jedes Verhältnis für sich, Müll zu den Tagen, Lkw zu den Tagen und die Fahrten zu den Tagen. Man kann praktisch dann jeweils die anderen Verhältnisse abdecken und außen vor lassen. Also nur jedes einzelne Verhältnis für sich wird abgefragt, als wenn wir hier den einfachen Dreisatz anwenden. Ich frage mich also, ob 800 Kubikmeter mehr oder weniger sind. Natürlich sind das weniger. Und wenn 1260 Kubikmeter Müll transportiert werden in 3 Tagen, dann werde ich wohl für weniger Müll auch weniger Tage benötigen. Dann haben wir das erste Verhältnis geprüft und das ist eben ein gerades Verhältnis. Weniger Müll benötigt weniger Tage zum Abtransport. Das zweite Verhältnis, die Lkw zu den Tagen, hier wieder 8 Lkw sind mehr als 7. Wenn 7 Lkw in 3 Tagen eine Aufgabe lösen, hier in diesem Fall Müll abzufahren. Ich habe jetzt einen Lkw mehr zur Verfügung, dann werde ich auch weniger Zeit benötigen, also weniger Tage. Das ergibt ein ungerades Verhältnis. Das dritte Verhältnis, das Verhältnis Fahrten zu den Tagen. 10 Fahrten sind weniger als 12 Fahrten. Wenn ich nun, um diesen Müll zu transportieren, 12 Fahrten mache und benötige 3 Tage dafür. Jetzt kann ich aber nur weniger Fahrten machen. Dann ist es klar, dass ich dafür mehr Zeit benötige. Ich muss also mehr Tage einplanen. Und wenn wir das bestätigen, haben wir auch hier ein ungerades Verhältnis. Und wir sehen hier im Lösungssatz wieder, dass bei geradem Verhältnis die Werte in Zähler und Nenner stehen bleiben. Lediglich wenn hier ein Plus oder Minus oder Plus steht, dann dreht sich das Verhältnis um oder dann drehen sich Zähler und Nenner. Es ist hier passiert, die Zahl unter dem X geht wieder in den Zähler. Das Umkehroperation X durch 3 ergibt dann mal 3 und dann haben wir hier das Ergebnis. Und wie immer den Lösungssatz nicht vergessen. Es wären also 2 Tage benötigt für einen Auftrag über den Abtransport von 800 Kubikmetern, wenn 8 Lkw eingesetzt werden, die je 10 Fahrten durchführen. Okay.